So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream von Mars Chroniken, meine Lieben. Mein Name ist Sirwan und heute darf ich bei mir begrüßen das astronomische Quartett. Es ist wieder soweit. Wir haben uns heute versammelt: Moritz von Senkrechtstarter hier, Christian von Video Space News und natürlich der Andreas von IGIS Kosmos. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam mit euch ein wenig über Terraforming zu quatschen. Wir möchten so viele Facetten wie möglich davon mit euch beleuchten. Daher möchte ich euch auch einladen, hier mit uns im Chat zu diskutieren und eure Fragen, Anregungen, Wünsche, alles hier in den Chat zu schreiben. Denn wir haben großartige Moderatoren, Martin, Patrick und Roman. Die werden sich im Chat ein wenig um euch kümmern und die Fragen gesammelt uns zuspielen, dass wir auch keine Fragen übersehen. Gut, bevor ich zu sehr ausschweife, Ja. möchte ich zu dir, also dich, Moritz, bitten, dass du uns mal einen groben Überblick über Terraforming gibst. Was ist das denn überhaupt? Ist es etwas Neues? Hat das Elon Musk erfunden oder woher kommt dieses Terraforming? Oha, da legst du aber direkt schon los. Also Terraforming hat Elon Musk nicht erfunden. Ich kannte das aus Science Fiction schon immer eigentlich, also da seit ich irgendwie denken kann und Science Fiction irgendwie konsumiert habe, ist da Terraforming eigentlich immer, ja, spielt das eine große Rolle. Ist natürlich auch irgendwie cool, weil man hat ja dann als Erdling die Erde so ein bisschen im Hintergrund. Also das Terra kommt aus dem Lateinischen von wegen Erde und das Forming, Englisch. Also wir machen etwas, wir formen etwas wie die Erde. Und wenn du dann natürlich in einem Science Fiction unterwegs bist und dann Sachen praktisch serviert bekommst, die du ja eigentlich von der Erde kennst, ne? Ob das jetzt Pflanzen sind oder so, dann fühlst du dich natürlich auch auf fremden Welten vielleicht wohler und stellst dir dann das auch romantisch vielleicht auch ein bisschen besser vor, irgendwie auf fernen Planeten zu leben, wenn es da doch ein bisschen so ist wie zu Hause. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein super Kunstgriff in der Literatur. Aber auch in der Wissenschaft hat so, meine ich, so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also wenn mir jetzt einfallen würde, wäre jetzt Robert Zubrin, der hat in den 90ern eigentlich, als er diese Mars-Bücher geschrieben hat, hat er das im Prinzip auch schon so ein bisschen thematisiert, was müsste man mit Mars eigentlich machen, damit man da leben könnte. Das hat auch schon die Fantasien beflügelt. Und ja, eigentlich dieses Konzept von Robert Zubrin ist auch das, was Elon Musk aufgegriffen hat und was jetzt so irgendwie eine Rolle spielt. Aber Terraforming, das kann im Prinzip natürlich überall gemacht werden. Ne? Das heißt im Prinzip, oder ob es gemacht werden kann, da können wir ja heute drüber diskutieren. Aber die Grundidee ist, wir machen irgendetwas erdähnlich. Okay, und das klingt ja nach ziemlich großen Eingriffen in irgendwelche Planete oder in Planeten, die oder Monde. Klingt, als ob wir ziemlich viel kaputt machen könnten. Oder wie siehst du das, Andreas? Als Astronom, kannst du uns vielleicht im größeren Kontext oder im größeren Bild einen Überblick dazu geben, was denn schief gehen könnte, was wir kaputt machen könnten, was sind die Gefahren? Also, wenn wir jetzt uns über den Mars unterhalten, da könnten wir eigentlich jetzt erstmal nicht so viel kaputt machen, weil da ist ja quasi nichts, was lebt, also nach aktuellem Stand des Wissens. Es ist ja eher so, dass uns da zahlreiche Probleme begegnen. Also, wir haben da zum Beispiel eine extrem dünne Atmosphäre, die etwa nur 1,2% der Dichte der Erdatmosphäre beträgt. Ganz zu schweigen von dem Luftdruck, der beträgt nur ungefähr ein Zweihundertstel. Das heißt, wenn wir da so jetzt rausgehen würden, wie wir jetzt hier sind, da würden wir quasi explosionsartig dekompressieren. Wie heißt das? Entschuldigung, wie heißt das? Vakuum. Wenn die Luft explosionsartig entweicht, ja, ihr wisst, was ich meine. Wie bei den Tauchern, wenn die zu schnell auftauchen. Ja, so ungefähr, ja. Nur etwas schneller. Wir haben auf dem Mars kaum CO2, also keine größeren Mengen CO2. Das heißt, da wäre auch kein Treibhauseffekt möglich. Da müsste man erstmal ordentlich CO2 in die Atmosphäre pumpen, was aber mit dem CO2, was im Marsboden gespeichert ist, kaum möglich ist. Da könnte man die CO2-Konzentration nicht nennenswert erhöhen.
Und es gibt keinen Stickstoff auf dem Mars, das heißt auch keinen Stickstoffkreislauf, im Prinzip keine Möglichkeit für Biomasse irgendwie zu wachsen. Es gibt keine Ozonschicht. Also das ist sowieso das Allerschlimmste. Das heißt, die kosmische Strahlung würde uns volle Kanne treffen, ebenso wie die Sonnenwinde. Und selbst wenn es eine Ozonschicht gäbe, würde sie weggetragen werden, da es kein Magnetfeld gibt, was die Sonnenwinde um den Mars leitet. Also da gibt es gleich zwei Gründe, die das verhindern. Und insgesamt gesehen ist der Mars ja nicht sehr massereich. Das heißt, der hat schon vor vielen Milliarden Jahren sein Magnetfeld verloren und insofern keine Möglichkeit, das jemals wieder zu beleben. Da müsste man schon enorme Energiemengen reinstecken. Also das ist eigentlich auch unmöglich. Und hinzu kommt der marsianische Boden. Das ist so der letzte Punkt, den ich kurz anbringen möchte. Ist nicht ganz geeignet für Pflanzen. Das heißt, für Pflanzen, wie wir sie jetzt aktuell kennen, die würden schlichtweg vergiftet werden. So dieser Kartoffelanbau, den wir bei Marsianer gesehen haben, wäre wahrscheinlich so in diesem Umfang nicht möglich. Deswegen müsste man da auch, wenn man tatsächlich was anbauen wollen würde, entweder Erde von der Erde mitbringen oder die Pflanzen genetisch stark modifizieren. Also das sind ein paar von vielen Gründen, warum das nicht funktionieren könnte. Fällt mir eine Zwischenfrage ein. Ich habe mir Stichwort Cyanobakterien aufgeschrieben. Ich bin absolut, ich habe da absolut keine Ahnung, deswegen frage ich da mal, kann man da nicht die Erde vielleicht mit Cyanobakterien irgendwie so ein bisschen, weil die haben ja angeblich, oder so wie ich das verstanden habe, auf der Erde ja auch einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass überhaupt so viel Sauerstoff in der Atmosphäre ist und Biomasse entstehen kann dadurch. Wird das Ja, nicht helfen, wenn wir das machen? das könnte man machen, allerdings müsste das unter geschützten Umständen passieren. Das heißt, man müsste das innerhalb von einer Kuppel machen. Würde man die jetzt einfach so auf dem Marsboden absetzen, würden sie sofort von der kosmischen Hintergrundstrahlung oder eben von Sonnenwinden gegrillt. Also die wären schneller kaputt oder würden auch, weil das sind ja auch Kleinstlebewesen, das heißt, die würden durch diesen geringen Luftdruck platzen. Sobald man sie freilässt, würden sie platzen. Und man müsste ja im Prinzip dann den gesamten Mars in eine Art Hülle einkleiden, damit diese kleinen Tierchen nicht kaputt gehen. Insofern, man muss sich das ja mal vorstellen, man kleidet den Mars, den kompletten Mars ein. Das ist unmöglich eigentlich. Und die brauchen ja auch flüssiges Wasser, und dafür ist es ja auch zu kalt. Also, Eben ganz davon zu schweigen, dass Wasser noch nicht mal flüssig auf dem Mars dauerhaft vorkommen könnte. da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, dass man Zwischenlösungen findet, bevor man jetzt es schafft, wirklich den ganzen Planeten bewohnbar zu machen. Christian, ich glaube, du hast ein paar Gedanken dazu gemacht, wie wir denn bis zu dem Punkt, wo wir frei herumlaufen können oder eben auch nicht, was wir da für Zwischenlösungen haben als Unterkünfte vielleicht. Ja, ich meine, wie du siehst, ne, ich sitze ja gerade auf dem Mars und habe mich hier mit meinem Campingstuhl ein bisschen eingerichtet, ja. Ich meine, es ist gut, dass wir die Sendung nicht genannt haben, Terraforming, ne? Weil sonst müsste man sagen, wie leben wir auf dem Mars? Überhaupt nicht. Tschüss, Publikum, das war's für heute Abend, ne? Muss man ganz klar sagen. Andreas hat das ja gesagt. Es ist schlichtweg einfach nicht möglich, den Mars zu terraformen, sodass wir wirklich eine gute Atmosphäre haben, was ja nun mal der wichtigste Schritt wäre, ne? Um halt auch eine gewisse Wärme herzustellen und so weiter und so fort. Aus verschiedenen Gründen. Und ne, das wissen nicht nur wir, ne, das wissen auch ganz viele andere. Und deswegen macht ja die NASA zum Beispiel sich ganz viele Gedanken um Habitate. Also sprich, wie können Astronauten, wie können Forscher, wie können auch vielleicht eine größere Gruppe von Menschen auf dem Mars überleben? Und das würde man, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Was ihr gerade im Hintergrund seht, das ist so der kleine Jungentraum von jedem. Wolkenkuckucksheim, das sind die großen Glaskuppeln. Ne? Das ist nicht ganz unrealistisch, ne? Wenn man sich damit mal beschäftigt. Ne? Ich meine, der Mars hat ja eine relativ geringe Schwerkraft. Ich glaube, das sind irgendwie so um die 36% der Erdschwerkraft oder sowas. Das heißt, man könnte auch relativ große Kuppeln bauen tatsächlich. Die Frage ist natürlich bei Kuppeln immer, wie gut schützen die vor den Umweltbedingungen, also sprich, wie gut schützen die vor Strahlung und so weiter. Ne? Das ist tatsächlich ein Thema. Da gibt es Möglichkeiten, aber was die meisten also Leute, die sich ernsthaft mit Konzepten auseinandersetzen, bevorzugen tatsächlich, ist der Schutz durch Schichten von entweder Trockeneis oder durch Regolith, also sprich die Erde, die auf dem Mars
da ist. Und das kann man halt auf verschiedenen Wegen realisieren. Zum einen könnte man etwa Habitate, also Röhren mit Material überschütten. Also sprich, man baut einfach eine Art Röhre auf den Mars, ja, und schüttet da einfach dann Gestein drauf oder auch eine Schicht von Trockeneis, die halt entsprechend die Strahlung dann ganz gut auffängt. Das wäre ein ganz gutes Schutzniveau. Was auch einige sagen, ist, man sollte halt in den Untergrund gehen, sodass sich der Schutz quasi von selber ergibt, ja, also unterirdisch leben. Nun muss man sagen, bei diesen ganzen Geschichten geht ja so ein bisschen der Spaß verloren, ne? Ich weiß nicht, wer von euch bei der Bundeswehr war, ne? Ich war bei der Bundeswehr und ich war Gefechtsstandpersonal. Und ihr werdet auch gleich merken, worauf ich hinaus will. Das ist bei mir nicht immer ganz so klar, welche Richtung ich dann einschlage. Ich habe als Gefechtsstandpersonal bei NATO-Übungen im Bunker gesessen, teilweise 3 Tage am Stück. Und das ist ein beschissenes Gefühl, ganz ehrlich gesagt. Da gibt es keine Fenster, du hast keine Verbindung nach außen. Und von daher wäre es vermutlich gerade bei langen Aufenthalten nicht besonders der Psyche zuträglich, wenn man so gar keine Verbindung nach außen hat. Also das ist sicherlich die sicherste Art, auch der Schutz vor Mikrometeoriten, vor Strahlung. Ja, das ist temperatursicher und so weiter. Da kann man ganz gut abdichten. So. Also gute Lösung technisch gesehen. Aber der Mensch braucht eigentlich so ein bisschen Verbindung nach draußen, braucht auch eigentlich Fenster, damit er sich wohlfühlt. Mhm. Und vor dem Hintergrund gibt es natürlich auch einige andere Konzepte. Und ein sehr, sehr interessantes Konzept oder sehr interessante Konzepte sind bei einer NASA-Challenge rausgekommen. Die ist noch gar nicht so alt. Die ist vor 2 Jahren, hat die aufgehört, oder vor 3 Jahren, glaube ich. Das war die 3D Printable Habitat Challenge der NASA. Und da wurden sehr, sehr interessante Wohnkonzepte vorgestellt, die zur Maßgabe hatten, dass man Rohstoffe benutzen sollte, die dort vor Ort halt verfügbar sind, jetzt bis auf Einbauten wie halt die Fenster und Luken und solche Sachen. Ne? Und dort wurden zum Beispiel Konzepte vorgestellt wie Marsha, das war das Gewinnerkonzept. Das war ein tonnenförmiges Habitat, was aus einem Material 3D gedruckt wurde. Das bestand aus Gestein, was auf dem Mars vorkommt, und einem pflanzenbasierten Polymer, was man natürlich auch erstmal hätte züchten müssen oder irgendwie mitbringen müssen. Und dadurch konnte man ein Habitat, das hat man demonstriert, in kleinerem Maßstab. Und damit würde man quasi ein einzelnes Habitat bauen, was einen relativ guten Schutz tatsächlich bieten würde, auch vor den Umweltbedingungen, was Druck beaufschlagt, relativ sicher wäre. Wobei, ne, ein Bar Überdruck ist jetzt generell nicht so das große technische Problem. Und ja, dann hatte man quasi eigentlich theoretisch eine sehr schöne Wohnumgebung, die auch so ein bisschen, ja, zum einfachsten Wohlfühlumgebung bieten sollte. Das Ganze sollte mehrere Ebenen haben, mit einem Schleusenbereich, einem Laborbereich, aber auch einem Freizeitbereich, wo man sich aufhalten kann und kann quasi seiner Freizeit nachgehen und so. Also eigentlich ein ganz schickes Konzept. Eine andere Frage ist natürlich aber wiederum die Frage, was ist realistisch, ne? Also, weil das in dem, sorry, dass ich da einhake, weil ich das im Hintergrund sehe, ich war kurz da im Ding, aber vielleicht wären die Starships, mit denen die ersten Leute ankommen, nicht mal so eine gute Übergangslösung für die ersten Menschen. Ja, das ist halt, also ich glaube, du hast bei den, wenn, ich meine, theoretisch ja, ne? Ich meine, die haben ja nun mal relativ viel bewohnbares Volumen, ne? Aber gerade beim Starship, und jetzt sage ich was glaube ich kontrovers ist, dass der Innenraum vom Starship, ja, und ein Strahlungsschutzkonzept ist überhaupt noch nicht bekannt. Also wir wissen überhaupt nicht, was da zu erwarten ist, und ich weiß nicht, ob das auf Dauer tatsächlich eine gute Lösung wäre, ne? Also ich glaube tatsächlich, wenn dort Menschen längere Zeit leben sollten, muss man da nochmal anders nachdenken. Ne? Ich glaube, dass ein Starship, was eigentlich für die Reise da ist, andere Anforderungen mit sich bringt als ein Habitat, wo man irgendwie 180 Tage drin sitzen muss, mindestens oder noch so oder sogar länger. Ich glaube, irgendwie, hilf mir mal einer, ich glaube irgendwie 2,5 Jahre oder sowas bis, ja, zum nächsten Startfenster oder sowas zurück zur Erde. Ich glaube, da hast du andere Anforderungen. Ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich meine, es gibt ja noch ganz, ganz, ganz viele Herausforderungen. Ne? Der Andreas hat das Thema Staub angesprochen. Ne? Du kannst ja überhaupt nicht verhindern, dass du mit Staub zu tun hast auf dem Mars. Mhm. Und der
ne, das, ich weiß nicht, ob Moritz das mal gesagt hatte, der Marssand oder der Marsstaub, dadurch, dass es im Prinzip nicht so viel Wasser gibt, der den abrundet oder abgerundet hat, ist der halt extrem scharfkantig und man weiß nicht so richtig, wie der menschliche Körper darauf reagiert. Also ob man quasi sofort eine Lungenembolie kriegt oder sowas, wenn man da Staub irgendwie reinbekommt. Das sind alles unklare Sachen, das, ne? Und es gibt da, ach, da gibt es ganz viele Punkte, ne? Also das ist nicht so trivial, wie man manchmal denkt, dass man halt dahin fliegt, ein paar Kuppeln baut und dann ist alles schick, ne? Das ist Ich nicht. meine, also ich korrigiert mich da, aber ich meine zum Beispiel auch bei Asbest, das ist ja an sich ja eigentlich stabil, sondern das Problem, warum das so krebserregend ist, ist, dass es so unglaublich fein ist und dass es diese vielen kleinen permanenten Verletzungen macht. Das ist ja im Prinzip ähnlich, wenn du rauchst oder wenn du immer praktisch immer einem Giftstoff ausgesetzt wirst, dass durch diesen permanentes Schädigen dann Krebs ausgelöst werden kann. Und das ist wahrscheinlich da auch das, was einem bei so einem Marsstaub passieren könnte, wenn der so scharfkantig ist und so sehr fein ist, dass du ihn einatmest, dass du so permanent praktisch Verletzungen in der Lunge hast und dadurch halt deinen Krebs kriegen könntest. Und Das Problem ist auch, ja, ihr habt ja das schon angesprochen, dadurch, dass es halt dort kein Wasser gibt und die Schärfe des Staubs, aber der klebt auch an allen Ausrüstungsgegenständen sehr, sehr unnachgiebig. Das heißt, man würde den zwangsläufig dann irgendwann in die Habitate mit reinschleppen, selbst, glaube ich, bei den besten Reinigungsmöglichkeiten, sodass man das Problem des Marsstaubs eben nicht einfach draußen lassen könnte. Und zusätzlich hat man eben das Problem, dass es diese globalen Sandstürme gibt, die ja dann teilweise monatelang den Mars, die Marsoberfläche komplett umhüllen. Und alleine das schon, also auch wenn da jetzt die Atmosphäre nicht so dicht ist jetzt wie die der Erde, ist so ein Marssturm sicherlich nicht unbedingt das Beste. Da ist man dann gegebenenfalls auch vielleicht energetisch abgeschnitten, wenn man zum Beispiel sich auf Sonnenpaneele oder sowas verlässt. Ja. Und noch eine kurze Sache. Das, was du da angesprochen hattest, Christian, das fand ich ganz interessant mit den Habitaten. Da hatte ich neulich erst was von der ESA gesehen. Die würden jetzt, wenn sie zum Beispiel eine Mondstation errichten wollen würden, 3D-Drucker auf den Mond schicken, die dann eben das Regolith zusammentragen und das dann zusammen mit ein paar anderen Materialien zu solchen Hügelbauten zusammentragen und das wäre dann irgendwie härter als Beton oder so und das könnte man dann vor Ort machen und sowas Ähnliches, wie du das eben vorgeschlagen hattest, wäre ja auch dann für den Mars denkbar, dass man dann quasi von der Ferne aus diesen Prozess der des Kuppelbauens steuert, dann müsste man dann nicht vor Ort sein und hätte dann sobald die Menschen dann dahin kommen, hätte man schon was zum Wohnen. Ich fand das auch ganz interessant, was du mit dem Boden angesprochen hast. Entschuldigung, Moritz, ich wollte nicht das Wort abschneiden. Weil das war was, was mir vorher völlig unbekannt war. Das war das Thema, dass der Boden ja hochgiftig ist. Ne? Ich hab immer gedacht, so wie bei der Marsianer, ne? Haben wir alle gesehen, manche von uns, fünfmal. Dass man im Prinzip einfach den Boden irgendwo reinschleppt, ja, baut ein schönes Glashaus darüber, ja, reichert das Ganze mit Exkrementen an, ja, und dann wächst da Kartoffeln. Ne? Das habe ich wirklich so ein bisschen gedacht. Das ist aber nicht der Fall. Der Boden müsste extrem aufwendig aufbereitet werden, wenn man den tatsächlich zum Pflanzen benutzen wollte. Ne? Und das ist auch so ein Frage ist, Ding. ob du überhaupt Erde Ne? verwenden möchtest und nicht einfach hydroponische Systeme verwendest. Ja. Wäre so geil, wenn jetzt rauskommt, im Prinzip, dass die ganzen Leute, die sich schon freiwillig jetzt schon dafür gemeldet haben, zum Mars zu fliegen, wenn die rauskriegen, von wegen, dass es nicht mit Exkrementen durch die Gegend schmieren ist, dass sie gar nicht mehr hin wollen, weil. ja, bisschen ein Fetisch. gut. Bewegt ein bisschen die Richtung, wir leben ja auf dem Mars. Gar nicht, ne? Wirklich, also an Wie kriegen sich, wir die Kurve? Ne? Wie retten wir die ganze Angelegenheit jetzt? also unter den aktuellen Bedingungen mal wahrscheinlich sicher nicht. Da müsste man, glaube ich, einiges an Arbeit reinfließen lassen. Aber ich glaube, Moritz, ich habe da eine Frage für dich. Mondgeflüster fragt, wie kann ein Oh, Planet hi! sein Magnet verlieren? Hey, Toni! Hallo, Toni. Wie kann Das er? Ja, sorry. ist eine gute Frage, Toni. Also, wir hatten das eben, deshalb kommt er wahrscheinlich drauf, von wegen, dass das Magnetfeld, das hat der Andreas gesagt, dass der Mars sein Magnetfeld verloren hat, schon vor ein paar Millionen Jahren. Und da könnte man jetzt darauf zurückkommen, wie es eigentlich
das Magnetfeld der Erde, wie funktioniert das? Und wir haben ja einen Lavakern oder praktisch einen Magmakern und da sind ganz viele Metallstoffe drin und im Prinzip dadurch, dass der sich bewegt, hat man im Prinzip einen riesengroßen Dynamo und dieser Effekt, der im Prinzip im Fahrrad der Dynamo ein rotierendes Magnetfeld, mit dem man dann Gleichstrom erzeugen kann, dieses rotierende Magnetfeld, das schützt uns im Prinzip vor Strahlung und das dadurch, dass der Mars deutlich kleiner ist als die Erde, konnte der Kern wahrscheinlich schneller abkühlen als bei der Erde. Und deshalb hat er das wohl seit ein paar Millionen Jahren schon nicht mehr. Ja, also nicht nur seit ein paar Millionen Jahren. Ich glaube, sogar schon 500 Millionen Jahre nach seiner Entstehung ist der Mars abgekühlt. Oh, okay. Mhm. Und auch, wenn man jetzt mal vergleicht, die Venus zum Beispiel, die hat ungefähr die 0,81 oder 0,87-fache Erdmasse. Und selbst die ist abgekühlt. Und wir auf der Erde hatten riesiges Glück. Normalerweise wäre unser Erdkern auch nicht mehr flüssig. Wir hatten Glück, dass uns ungefähr, 30 oder 40 Millionen Jahre nach der Entstehung der Erde, nachdem alles schon so ein bisschen abgekühlt ist, nochmal so ein marsgroßer Himmelskörper namens Theia getroffen hat, der dann eben der Erde so viel Energie zugeführt hat, dass die bis heute nicht erkaltet ist. Das war ein riesen Busel. Also selbst wenn das jetzt nicht passiert wäre, würden wir uns jetzt gar nicht darüber unterhalten. Ist daraus dann der Mond entstanden? War das diese Kollision? Ja, Das ist diese Riesenkollision gewesen. Und das war dann so viel Auswurfmaterial, was sich dann im Erdorbit gesammelt hat. Und dann ist daraus der Mond entstanden. Ja. Wäre ich gerne dabei gewesen. Nur einmal. Als Kameramann. Ja, man sollte auch nicht unterschlagen, dass es durchaus Konzepte gibt, quasi eine Art künstliches Magnetfeld herzustellen. Mhm. Ne? Es gibt tatsächlich Leute, die gesagt haben, okay, man könnte im Prinzip eine Art elektromagnetisches Gerät im L1-Punkt des Mars, also sprich an dem Punkt, wo sich die Schwerkraft mit der Sonne aufhebt, positionieren und dort mit dem entsprechend starken elektromagnetischen Generator ein Magnetfeld erzeugen, was halt Sonnenwind abhält. Ne? Nun ist halt der Punkt dabei, dass der Energiebedarf eines solchen Gerätes ziemlich hoch wäre. Also so wie ich gelesen habe, mehrfach halt der Jahresbedarf der Menschheit an Energie. Also das heißt, das ist zwar prinzipiell ist das möglich, aber technisch gesehen wäre das tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, also zumindest in absehbarer Zeit. Und so kommt man, glaube ich, tatsächlich immer wieder darauf zurück. Wenn man auf dem Mars leben will, dann muss man klein anfangen. Ne? Dann, ne, also es gibt, ich weiß nicht, ob jemand das Video gesehen hat von PBS Spacetime, kann man den Mars terraformen? Und da wurde gesagt, und die sind ja in der Regel sehr, sehr gut informiert und auch sehr gut recherchiert, da wurde gesagt, wenn man 10% der Marsoberfläche mit Kuppeln bedecken würde, dann hätte das den gleichen Energie- und Materialbedarf, wie wenn man versuchen würde, ihn halt ernsthaft zu terraformen. Ne? Also das ist schon eine gewaltige Anstrengung, das wäre auch nicht schnell erledigt. Ne? Und eine Sache muss man auch noch sagen, es gab ja einen, sag mal, relativ bekannten südafrikanischen Milliardär, der Raketen baut und Elektroautos, der mal zwischendurch Zeit scherzweise gesagt hat, man kann ja Atomwaffen einsetzen oder Nuklearwaffen einsetzen. Und auch das würde nicht funktionieren. Ne? Dafür reichen alle Nuklearwaffen auf der Welt nicht aus, um allein die Polkappen abzuschmelzen. Ne? Und dann halt. Wie wären. Was sagst du zu dieser Idee, dass man gigantische Spiegel in irgendeinem Orbit platziert und die Sonnenenergie, die quasi den Mars verfehlen würde, auf den Mars umleiten. Um was? Um mehr Hitze zu generieren, um die Temperatur einfach mal zu steigern, dass mal ein bisschen, dass das Wasser mal irgendwann vielleicht schmelzen kann, dass mal flüssiges Wasser entsteht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dafür so viel Spiegelfläche brauchen würde, dass das halt auch wieder relativ unrealistisch ist. Ne? Was ist, wenn du eine unbegrenzte Quelle an Asteroiden hättest, die dich mit genug Material versorgen könnte. Und du brauchst im Endeffekt nur die Roboter, die dir das bauen. Und der Rest erledigt sich von selber.
Also was ich denke, diese Spiegelidee, die ist vielleicht eher interessant, um lokal ein bisschen Licht und ein bisschen Wärme zu schaffen, ne? Also ich habe ein paar interessante Konzepte, das ist aber schon ein bisschen länger her, wo man gesagt hat, man könnte, wenn man einen Außenposten auf dem Mars hat, und dann könnte man natürlich die Energieausbeute auch von Solarzellen erhöhen, indem man halt durch Spiegel da Licht drauf lenkt, ne? Aber ich glaube, im planetaren Maßstab, Silvan, da hast du aber was vor, du. Aber das bringt mich hier, Silvan, mit den Asteroiden. Da denke ich halt immer, der Grund, oder warum die Dinosaurier ausgestorben sind, ist ja nicht unbedingt, dass die alle von dem Asteroiden getroffen worden, sondern von dem nuklearen Winter, wo dann im Prinzip dann alles kalt geworden ist. Und wenn man sich dann sagt, man möchte den Asteroiden dahin schicken, um irgendwie es da wärmer zu machen, warum auch immer. Oder also erstmal den Staub, den man damit aufwirbeln würde, der würde eigentlich eher kontraproduktiv sein. Und das Gleiche ist mit dem Wasserschmelzen. Also wenn man irgendwann mal, also der Punkt ist ja jetzt, wenn wir jetzt Wasser da schmelzen würden, das wird sofort verdampfen und wäre sofort weg. Aber wenn wir dann irgendwie eine Atmosphäre hätten und dann Wasserdampf, dann verschatte ich ja auch erstmal. Also ich, ja gut, da lehne ich jetzt zu sehr aus dem Fenster oder so. Aber die Idee mit den Asteroiden fand ich jetzt unbedingt, um die Temperatur anzuheizen, nicht unbedingt Also ich zielführend. meinte das als Rohstoffquelle für die ganzen Spiegel, dass du quasi rohstoffautark diese riesigen Spiegel brauchst und automatisierst. Das einfach, natürlich dauert das und braucht viele Ressourcen, aber wenn du genug Ressourcen hast, und das Das ist ja ein stimmt. Projekt, das Jahrzehnte und Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar dauern wird. Also wir dürfen halt, müssen halt viele verschiedene. Es führt ja nicht nur ein Weg nach Rom, ne? Es sind mehrere Komponenten, die dann zusammenspielen werden müssen, wahrscheinlich mehrere Projekte, die versuchen werden, die Atmosphäre irgendwie dichter zu machen oder dicker zu machen, um eben es vielleicht zu irgendeiner Zeit möglich zu machen, dass Wasser in flüssiger Form existiert. Ich würde vielleicht ein, zwei Fragen mal behandeln. Fragt Marvin Frenzel, kann man nicht den Sauerstoff aus dem Boden holen, der da ja aus Eisenoxid besteht, vermutlich. Der Satz ist ganz nicht ganz. Also ich würde dazu kurz was sagen, vielleicht. Ja, tatsächlich könnte man das machen. Das wäre aber mit einem sehr großen Energieaufwand verbunden. Aber mal angenommen, wir hätten die Energie, bräuchte es, je nachdem, in welchem Umfang man das macht, vielleicht mehrere tausend bis mehrere Millionen Jahre, bis die Atmosphäre, ich sag mal, genügend gesättigt mit Sauerstoff ist. Das ist leider auch ein sehr schwieriges Unterfangen, aber im Prinzip könnte man das machen und vermutlich wäre genug Sauerstoff darin gebunden, dass man auch jene Mengen in die Atmosphäre pumpen kann, die wir zum Atmen bräuchten. Das wäre relativ realistisch, wenn man das in einem sehr, sehr großen Maßstab macht. Vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, also ich glaube, wir sind uns alle so grob einig, dass das mit dem Terraforming, dass das eine Aufgabe ist, die sehr, sehr weit in der Zukunft ist und die nicht, vielleicht nicht unbedingt der Antrieb ist, um das zu machen. Aber also auf die Basis hinter Christian, auf die bin ich schon ein bisschen geil. Also so mit Kuppeln und Licht und die wird jedes oder alle 10 Jahre wird die größer und ja. Wie wäre es, wenn nur ein Teil dieser Kuppel quasi diese Base ist und der Rest einfach drunter? Das ist nur mal so eine Kuppel, die ein bisschen Sonne reinlässt. Und wir wissen ja, wie man künstlich UV-Strahlen generiert, um die Sonne zu simulieren. Den Rest einfach quasi vorübergehend einfach mit künstlichen Sonnen. Wir wissen ja, wie wir das herstellen. Es gibt ja Lampen, die Also ich meine, UV. wir müssen ja so ein bisschen auf den Zeithorizont gucken, ne? Ich hoffe, das ist rausgekommen, dass so ein Konzept nicht völlig unrealistisch ist, ne? Also technisch gesehen ist das machbar, ne? Es gibt Konzepte, dass man halt solche Kuppeln so konstruiert aus verschiedenen Glasblasen sozusagen, aus verschiedenen Materialien, die dann auch wirklich geeignet sind, um vielleicht nicht alles an Strahlung abzuhalten, aber das zumindest auf so ein Maß zu bringen, dass man da
sag mal, ein paar Jahre drunter ganz gut leben kann, ne? Und das ist für die Zukunft, ich meine, ich würde mir das auch wünschen, ne? Ich meine, wie geil wäre das denn, wenn man mal so auf dem Mars irgendwie eine Zeit lang verbringen könnte, ne? Und wahrscheinlich wäre das genau das Konzept, dass man halt Teile unterirdisch hätte und hätte halt diese Kuppeln, um ein bisschen Freizeitbereiche herzustellen, einfach zu gucken, dass die Leute was zum Schauen haben, damit sie sich besser fühlen, ein bisschen das Gefühl von Weite haben. Denn ne, wenn man die ganze Zeit nur, wie gesagt, in so einer Röhre steckt, dann ist das einfach nicht schön. Nur, wie gesagt, ich denke, wenn wir mal überlegen, was ist vielleicht auch realistisch, ne? Ich meine, wir hoffen ja oder wir gehen davon aus, dass wir irgendwann in 2000, vielleicht in späten 2030ern auf dem Mars landen werden. Ja, und vielleicht auch fortgesetzt und vielleicht werden in, keine Ahnung, in 2040ern, 2050ern auch ein paar mehr Leute dort, irgendwie eine Forschungsstation. Ich denke halt immer so ein bisschen, vielleicht entwickelt sich das so wie in der Antarktis beispielsweise, ja, dass da halt, keine Ahnung, vielleicht nicht Hunderte, aber vielleicht ein paar Dutzend Menschen einfach dauerhaft forschen. Ganz einfach, weil es so ein gigantisches Forschungsziel ist mit so vielen interessanten Sachen. Wenn man sich überlegt, wie werden die eigentlich die ersten Menschen dort leben, ne? Das finde ich eine extreme Herausforderung, sich darüber Gedanken zu machen, weil es ist ja nun mal so, du kannst begrenzt Material mitnehmen, ja, und das wird auch noch viele Jahrzehnte so bleiben. Auch mit Starship wird sich das ja nicht ändern. Du musst vor Ort Ressourcen verwenden, ne? Anders wird es nicht gehen. Und was macht man damit, ne? Und ich fand halt diese 3D-Printable Habitat Challenge deswegen so interessant, weil es, wie gesagt, mit heutigen Mitteln und Materialien, die es dort vor Ort gibt oder die man zumindest dort herstellen könnte, halt wirklich ziemlich coole Konzepte entstanden sind, ne? Und ich bin auch relativ dankbar, Silvan, dass du das Thema Energie im Prinzip angesprochen hast, weil das ist natürlich auch entscheidend. Ne? Ich muss immer dran denken, ich habe mal ein Interview mit dem NASA-Ingenieur gelesen, der hat gesagt, im Weltall gibt es im Prinzip drei wichtige Dinge. Das erste ist Energie, das zweite ist Energie und das dritte ist Energie. Ne? Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Ne? Ich meine, Andreas hat es angesprochen, die Sonnenstürme, nicht die Sonnenstürme, die Solarstürme, die werden Solarzellen vielleicht nicht in allen Situationen zu einer realistischen Alternative machen. Das heißt, wir werden dort auch Kernreaktoren, also wir werden dort atomare Energie, also Nuklearenergie brauchen, ne, damit wir irgendwie dauerhaft so eine Kolonie versorgen können. Ne. Wir müssen Wasser erzeugen, das werden wir vor Ort machen, das können wir nicht alles mitnehmen. Ne. Und wir müssen irgendwann auch Nahrungsmittel dort erzeugen. Ne. Also dazu eine Frage vielleicht von Marvin Frenzel, die sehr gut dazu passt. Kann man auf den Mars Geothermie anwenden oder Windkraft verwenden? Nee, leider nicht. Also Geothermie gibt es einfach nicht, weil es keinen warmen Erdkern gibt. Ne? Es gibt der Mars ist einfach durch und durch kalt. Das heißt, Geothermie kann ich nicht anwenden. Und was ich, Windenergie dafür ist einfach die Dichte der Atmosphäre zu gering. Ne? Das hat, glaube ich, auch einer im Chat eben geschrieben. In der Marsianer, die ganze Dramatik entsteht ja dadurch, dass ein Sturm auf dem Mars ist, durch den das Schiff letztlich gefährdet wird. Und man muss aber sagen, die Dichte des Mars ist einfach so gering, dass der Wind niemals solche Energie aufbringt, um so ein Schiff umzuwerfen, aber auch nicht genug, um eine Windturbine zu betreiben. Das heißt, das sind leider keine realistischen Alternativen. Aber geht es um die Geschwindigkeit vom Wind oder geht es um die Menge an Luft, die damit transportiert wird? Beides. Moritz ist Schifffahrtingenieur, der kennt sich mit Fluiddynamik aus. Naja, im Prinzip, du willst ja irgendeine Energie nutzen und das im Prinzip, das, da sind wir, also es ist ähnlich wie bei den Raketentriebwerken, du hast irgendwie eine Strömung und die besteht aus Masseteilchen und du kannst entweder sehr schwere Teilchen benutzen und die langsam oder sagen wir mal, wenn du ein Gleichgewicht hättest, also sagst du, wenn du hast zwei Fluide, eins ist mit viel Masse und einer niedrigen Geschwindigkeit, kannst du das die gleiche Energie in eine andere Strömung packen, wo du eine niedrige Masse, aber mit einer hohen Geschwindigkeit hast. Und in Mars-Atmosphäre, dadurch, dass die Atmosphäre so dünn ist, hast du im Prinzip keinen großen Massenstrom, den du beschleunigst. Das heißt, selbst bei den Strömungsgeschwindigkeiten, die du hast, kannst du da nichts rausholen an Energie. Und das würde es nicht praktikabel machen, das zu benutzen. Ich wollte kurz einhaken, und zwar, der Mars ist nicht durch und durch kalt, aber man müsste so unglaublich tief bohren, dass es sich im Prinzip auch wieder nicht lohnt. Also ich meine, die
Erde sind es, glaube ich, irgendwie so 40 Kilometer, dass man irgendwie zur Lava runterkommen oder so. Und beim Mars, obwohl der so klein ist, naja, um die Geothermie nutzbar zu machen, musst du gar nicht mal so tief kommen. Ja. Ne? Es gibt ja Stellen, wo das die Energie nach oben kommt, da kannst du ja hinkommen. Aber ja, also der Mars hat schon noch einen flüssigen Kern, aber ich meine, das ist extrem, oder ich weiß nicht, flüssiger Kern, aber auf jeden Fall noch, der hat noch Temperatur innen. Zu der Frage, was man, also wie die Menschen, die jetzt erstmal auf den Mars kommen würden, wie die da leben würden. Also ich sag mal, wir haben ja durchaus auch Erfahrungen auf der Erde, die jetzt in diese Richtung gehen, jetzt zwar jetzt nicht auf einem außerirdischen Planeten, aber zumindest, wenn man mal daran denkt, was passiert ist, als zum Beispiel die Europäer sich über die Welt ausgebreitet haben und überall Kolonien errichtet haben. Das heißt, das Leben der Menschen in den Kolonien, und die hatten Luft, die Nahrung etc., das war nicht unbedingt gemütlich. Also das heißt, da gab es angefangen bei Krankheiten bis hin zu den leichtesten Erkrankungen, die tödlich waren, einfach weil die Infrastruktur etc. und so weiter nicht vorhanden ist. Die ersten 100 Jahre beispielsweise in den amerikanischen Kolonien, das war die Hölle auf Erden. Also da war die Kindersterblichkeit extrem hoch, da war die Sterblichkeit unter Erwachsenen sehr hoch. Die Menschen sind im Durchschnitt 20 Jahre oder 30 Jahre früher gestorben als heute, trotz medizinischer Forschung, die schon da relativ weit war. Das würde jetzt auch mit unserer Technologie auf dem Mars am Anfang kein einfacher Spaziergang sein und zu Tausenden Toten führen, einfach weil man jetzt noch nicht in Gänze weiß, welche Gefahren letztendlich dann in Kombination Mensch und Mars auftreten könnten. Das ist so ein bisschen wie mit der Atomkraft. Man weiß um viele Gefahren, aber letztendlich gibt es immer noch so einen unbekannten Faktor, der dann am Ende einem das ganze Spiel vermiesen kann. Ja, Interessanterweise weiß auch niemand. Sorry. Bitte. Interessanterweise, wo Andreas gerade sprach von den Umweltfaktoren, ja, und dem Zusammenspiel Mensch und Mars, es weiß ja auch wirklich niemand, wie der menschliche Körper sich unter der Schwerkraft, die auf dem Mars sind, tatsächlich verhält. Ne? Wir wissen ja überhaupt nicht, wie schädlich das ist, wenn wir nicht jetzt in der Microgravity sind, also extrem geringe Schwerkraft haben, sondern ich sag mal, da ist ja durchaus eine erhebliche Schwerkraft, ja, irgendwie wie 36% oder sowas waren das, glaube ich, ne? Oder also knapp ein Drittel der Erdschwerkraft, und das weiß einfach niemand, wie sich das nach ein paar Jahren auswirkt, ne? Da haben wir keine Vorstellung. Ist das da besser als jetzt auf der ISS beispielsweise, oder ist das vielleicht so, dass das genauso den Abbau mit sich bringt oder sowas? Und es gibt auch tatsächlich ganz interessante Konzepte für quasi Zentrifugenstädte, also im Prinzip Basen, die auf schräg gestellten Schienen im Prinzip einfach immer im Kreis fahren, damit halt günstige Schwerkraft herstellen, ne, in Erden. Aber auch das ist halt ein Konzept, was, sage ich mal, relativ weit in die Zukunft liegen dürfte. Ne? Okay. Ist aber noch ein Faktor, der es halt ein Stück weit zum Risiko macht und auch ein bisschen natürlich, weil man es einfach nicht ausprobieren kann, ne? Wie sich der Körper sich verhält. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass künstliche Schwerkraft keine Option sein wird für die ersten Marsbesucher. Das wird nicht so sein. Und das heißt, die werden einen relativ langen Zeitraum ganz ohne Schwerkraft sein. Dann werden die über 2 Jahre mit 35% Schwerkraft leben. Und dann werden die wieder 6 Monate plus ganz ohne Schwerkraft sein und dann auf der Erde landen. Und das sollte für den menschlichen Körper durchaus eine ziemliche Herausforderung werden. Okay, dass so eine Reise durchs All Auswirkungen auf uns Menschen hat, ganz klar. Aber hat das Terraforming vom Mars würde uns auf der Erde jetzt nicht so direkt betreffen, oder? Weil Space Love fragt jetzt nämlich, ob könnte Terraforming am Mond seine Ökologie so stark beeinflussen, dass es unmittelbare Auswirkungen auf die Erde hätte oder Auswirkungen auf die Erde hätte? Stichwort Gezeiten. Ja, also das ist eine sehr komplexe Frage. Erstmal, Ökologie bedeutet ja, dass Leben vorhanden ist, und das ist ja auf dem Mond nicht vorhanden. Da gibt es ein paar Kilogramm Atmosphäre. Also das kann man noch nicht mal Atmosphäre nennen. Das sind ein paar Teilchen, die da rumfliegen. Das ist eigentlich alles, was es da gibt. Insofern
Terraforming des Mondes ist absolut unmöglich. Man müsste seine Masse, oje, um mindestens das 20-fache erhöhen, damit sich da mal irgendwas Nennenswertes hält, was man Gas oder so nennen kann. Und wenn man jetzt die Masse des Mondes beispielsweise durch Meteoriten etc. und so weiter erhöhen würde, sagen wir mal, man würde ein paar Jupitermonde abschleppen, so unrealistisch es auch ist. Man würde jetzt, sagen wir mal, okay, wir brauchen ein bisschen Wasser, dann schleppen wir mal Europa Richtung Mond. Gut, lassen den einschlagen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wärme, schleppen wir mal Io ab. Und jetzt mal angenommen, wir machen das. Erstens mal würde es Millionen von Jahren dauern, bis die Nachwirkungen dieser Einschläge schon vorbei sind. Und selbst dann hätten wir immer noch den Effekt, dass wir gar nicht kontrollieren können, dass die Materialien, die da drauf gekommen sind, also die ganzen vulkanischen Gase von Io und das Wasser von Europa, wie sollen wir das dann dort behalten, weil die sich ja sofort verflüchtigen. Entweder das Wasser, klar, das würde eventuell an manchen Stellen gefrieren, aber dort, wo die Sonnenstrahlen auf den Mond scheinen, würde das Wasser sofort wieder sich verflüchtigen. Also Terraforming des Mondes ist nur mit einer krassen Masserhöhung möglich oder wenn man irgendwann künstliche Gravitation entwickelt, was natürlich absolute Utopie ist, dass man das Wasser dann an manchen Orten mittels künstlicher Gravitation eben festhält. Aber so wie wir das uns vorstellen jetzt mit dem Mars, ist es mit dem Mond noch deutlich weniger möglich. Und jetzt mal abgesehen davon, wenn wir jetzt die Masse des Mondes erhöhen, würde die Erde keine schönen Tage mehr erleben. Da würden wir hier zugrunde gehen. Der Mond würde gegebenenfalls in seiner Umlaufbahn derart elliptisch werden. Das heißt, er würde sich vielleicht durch die Schwerkraftverlagerung dann sehr stark der Erde annähern, was hier zu gigantischen Flutwellen führen würde. Das würde im Prinzip das Leben auf der Erde auslöschen. Deswegen ist das keine gute Idee, mit dem Mond überhaupt in diese Richtung etwas zu machen. Und die einzige Option, die uns auf dem Mond bliebe, ist wie auf dem Mars erstmal uns in Bungalows zu verkriechen und so weit wie möglich unter die Erde zu gehen. Sprich, es hat große Auswirkungen auf uns auf der Erde. Und ja. wie groß ist der Mond, weil du sagst, die Masse erhöhen, ist ja ein Drittel vom Mars circa oder ein Neuntel von der Erde, oder? Der Mond hat ungefähr ein 78stel Erdmasse und der Mars hat ungefähr 10% der Erdmasse. Das heißt, der Mars hat ungefähr, sagen wir mal so hochgerechnete 8 bis 9 Mal die Mondmasse. Das heißt, das ist eigentlich auch wirklich nicht viel. Ja. Wenn wir eben beim Mond waren, weil das ein bisschen den Bogen schlägt zu dem, was Christian vorhin gesagt hat, von wegen mit der Mikroschwerkraft und so weiter, dass es ja so ein Problem ist, wenn man halt keine Schwerkraft hat und dann wenig Schwerkraft auf dem Mars, wir gar nicht genau wissen, was damit passiert. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, lass mal erst zum Mond gehen und da versuchen zu überleben und dann können wir von da aus dann gucken, wie wir es auf dem Mars hinkriegen. Und das in Anführungszeichen Schöne beim Mond wäre ja dadurch, dass die Schwerkraft so viel geringer ist als auf Mars, also wenn man es auf Mond hinkriegt und sagt von wegen, wir haben das im Griff und wir können das tolerieren oder die Auswirkungen, die medizinischen Auswirkungen können wir tolerieren, dann könnte man sagen, okay, dann würden wir Mars auch hinkriegen. Und da ist vielleicht auch interessant, ich habe so das Gefühl aktuell, dass China ist ehrgeiziger verfolgt mit der Mondbasis als die NASA. Also liegt jetzt so ein bisschen auch am Legislaturwechsel so, aber in den USA, ne, dass man aktuell nicht so richtig weiß, wo es jetzt hingeht mit der amerikanischen Raumfahrt, finde ich, wird sich bestimmt ändern. Ist jetzt nicht Prio 1 einfach, ne? Die haben einfach auch wie wir eine Pandemie zu bekämpfen, aber in China ist es, glaube ich, in irgendeinem ihrer 5-Jahrespläne festgeschrieben, von wegen, wir wollen awesome sein in Space dann und dann wollen wir eine Mondbasis haben. Ich habe eine sehr interessante Studie gelesen von einer indischen Autorin, deren Namen ich jetzt nicht wage auszusprechen, sonst kriege ich wieder Hass-E-Mails. Die hat sich damit eingehend auseinandergesetzt. Ne? In Indien wird natürlich, was die Chinesen betreiben, strategisch gesehen auch nochmal ganz anders beobachtet, als wir das hier tun, weil das halt der direkte geostrategische Rivale ist. Und es ist tatsächlich so, dass die Chinesen in ihrem White Paper zu den Space Activities einfach eindeutig festgelegt haben, dass die Rohstoffgewinnung auf dem Mond
und auch die Rohstoffgewinnung von Asteroiden eine natürliche Erweiterung der nationalen Entwicklung ist. Das ist für die ein strategisches Ziel. Und die Chinesen, wir wissen das, bewegen sich sehr langsam. Ne, man wundert sich manchmal, wie lange die für manche Sachen brauchen, aber die arbeiten langsam, aber stetig darauf hin. Und ich teile den Eindruck, Moritz, ich denke, dass die das konsequenter verfolgen als unser eins, ne? Oder als vielleicht auch die NASA, die ja, sage ich mal, unserem politischen System, was ich hier nochmal, also hier ausdrücklich in Schutz nehmen möchte, ja, das ist nicht die einzige, man sollte das daran nicht messen, ja. Aber natürlich können die einfach langfristiger planen. Die sind nicht von den Wahlzyklen abhängig. Ne? Und ich denke, da werden wir auch einiges sehen. Es wurde jetzt gerade ein Abkommen unterzeichnet zwischen Russland und China, dass die eine gemeinsame Forschungsbasis auf dem Mond errichten werden, ne, und wollen. Und die Chinesen haben ja auch gezeigt, dass sie Mondlandung beherrschen, ne? Mit den sehr erfolgreichen robotischen Missionen der letzten Zeit. Ne? Also ich denke, da wird sich einiges tun. Mhm. Und ich bin auch mal gespannt, ob und wann die ihre in Richtung Mars irgendwie lenken werden, ob das passieren wird oder ob das nur so ein westlicher Kleinjungentraum ist, irgendwann mal durch den Mars. China ja schon mit Tianwen 1, die haben ja einen Rover auf den Mars gebracht. Mhm. Noch nicht ganz, der kreist noch um den Mars. Ach so, oh, sorry. Ja. Ja. Mal schauen, stimmt. Vermutlich frühestens nächsten Monat oder auch erst im Mai landen, aber das gibt noch kein offizielles Datum leider. Aber das wird sehr, mhm, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall werden. Ja. Da werden die, ja. Ein Feld, was wir noch gar nicht angesprochen haben, das ist ja auch durchaus die Möglichkeit, dass man vielleicht gar nicht, wenn man den Mars besuchen will und will am Mars leben, sage ich mal, dass man vielleicht auch gar nicht auf dem Mars landen muss. Es gibt ja durchaus auch Konzepte, dass man halt, wenn man den Mars erforschen will, dauerhaft halt im Orbit bleibt, ne? Und einfach nur mal runterfliegt, wenn man gerade das braucht. Es gab relativ ernstzunehmendes Konzept von Lockheed Martin, das hieß Mars Base Camp. Wer mein sehr frühes Video über die fünf, über meine fünf beliebtesten Mars-Missionen geschaut hat, der hat das schon mal gesehen. Das ist auch tatsächlich ein Thema, was mir häufiger in den Kommentaren geschrieben wurde. Warum bleibt man nicht einfach im Orbit? Ne? Man hat ein Schiff, man hat im Prinzip alles, was man braucht. Da hat man sich auch gemütlich eingerichtet nach der langen Reisezeit und so weiter. Warum bleibt man nicht im Orbit? Ne? Und dazu muss man sagen, auch das ist natürlich eine gewisse Möglichkeit. Ne? Wenn man natürlich auch begrenzte Aufenthaltszeiten auf der Oberfläche hat, wenn man dann immer runterfliegt und wieder hochfliegt und sowas. Ne? Mhm. Aber auch eine Möglichkeit, die genannt werden will, vielleicht zumindest für die frühen Besucher, die ja dann wahrscheinlich eher Forscher wären als Leute, die dort siedeln wollen. Wobei, was mich mal interessieren würde, wir haben ja viel über Mars One gehört, ne? Sag mal, oder jeder von uns ist ja, ne, vertraut mit dem Konzept, was die hatten, ne? Dass man quasi so ein One-Way-Ticket Richtung Mars bucht und dann da irgendwie in so einem Container wohnt irgendwie und dort von Kameras beobachtet, elend zugrunde geht über mehrere Monate oder wie auch immer. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Also wenn mich jemand fragen würde, willst du auf dem Mars leben? Ich würde glaube, es gibt keinen Umstand, den ich mir vorstellen könnte, wo ich da diese Fragen mit Ja beantworten würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich wäre total angefixt, wenn ich sicher dorthin reisen könnte dort ein paar Monate forschen, ja, und wieder zurück. Okay, ja, aber könnt ihr euch vorstellen, dass es auch bezogen jetzt auf den Traum von Elon Musk, dass es wirklich Menschen gibt, die dort siedeln wollen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jenseits meiner Vorstellungskraft. Mich würde mal echt interessieren, wie da eure Einstellung zu ist. Darf ich mal gleich Moritz bitten? Ich tue mir ja auch sehr, sehr schwer mit. Ich mag die Idee zu sagen, wegen, dass man an etwas teilhaben kann, was übermenschlich ist. Ne? Das heißt mal im Prinzip, dass man an der schwierigsten Aufgabe der Menschheit beteiligt wäre. So, ne? Das ist ja, das muss man sich mal ja überlegen. Ne? Irgendwie, wir haben Menschen zum Mond gebracht. Das war mit so das Schwierigste, was die Menschheit irgendwie zusammen, also hingekriegt hat, sowohl vom Geld her, aber auch wie viele Menschen da zusammenarbeiten mussten, damit das funktioniert. Und Mars ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Schnack. Und ich mag diese Idee, halt Herausforderungen, die
die hart sind. So, ne? Und ich mag die Idee zu sagen, wir stellen uns diesen unglaublichen Herausforderungen und das motiviert das Beste in uns Menschen. Aber ich sehe das ähnlich wie Chris, die Bedingungen, zu denen man da leben würde oder im Zweifelsfall da sterben würde, das ist schon krass. Und also ja, Mondbasis sofort, aber auch schon eine Mars-Mission, die über zwei, doch eigentlich mal mindestens 3 Jahre dauern würde, ne? Weil ich muss hinfliegen und ich muss wieder zurückfliegen und das geht nur in Startfenstern. Was sagst du, Andreas? Mhm. Also wenn ich jetzt keine Familie hätte und keinen Job und so weiter, würde ich sagen ja, aber nur wenn ich dann auf jeden Fall hundertprozentig die Garantie habe, auch wieder zurückzukommen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der da pioniermäßig, oh, ich muss da unbedingt hin und einfach nur, um dort zu sein. Nö, ich würde schon gerne die Garantie haben wollen, dass ich auch wieder zurück kann. Ja, also aber würde eher die würde Garantie, es mich... Sorry, würde dir die Garantie wie beim Fliegen, also mit Flugzeugen reichen? Ja. Diese Sicherheit? Ja, okay. Das würde mir ausreichen. Okay. Ja. Sorry, und du, Silvan? Ich habe mir das sogar schon mit meiner Freundin besprochen. Wenn wir alt und greis sind, machen wir ein paar Listen und schauen, ob wir schon alles gemacht haben, was man auf der Erde machen kann. Und wenn alles abgehakt ist und nichts mehr auf der Erde uns hält oder was wir noch nicht gesehen hätten, dann vielleicht irgendwann in der Pension, dass man sagt, okay, jetzt haben wir schon alles gesehen, fliegen wir mal zum Mars, dass wir das auch gesehen haben. Und dann ist auch nicht so schlimm, wenn man on Impact... Paradies Mars, ne? Bitte? Rentnerparadies Mars, ne? Ja, genau. So in die Richtung. Florida des 22. Jahrhunderts. Keine schlechte Idee. Ja. Aber es ist eigentlich eine ganz, ganz schöne romantische Idee mit der Liste und so. Ich dachte, du willst jetzt sagen, von wegen, dass deine Freundin sagt, ja, Silvan, flieg mal. Besser früher als später. Wirklich. Dann bin ich und wenn ihr dann da seid, macht ihr eine Liste mit Mars-Destinationen, die ihr besuchen wollt, so Valles Marineris, Olympus Mons und so weiter. Genau. ich kenne noch den Jezero-Krater. Den kann ich auch noch zu dieser Liste hinzufügen. Aber weil ihr vorhin gemeint habt, im Orbit leben, damit wir auch ein paar Fragen beantworten. Madrigo fragt, ich glaube, Chris, du hast dich vorhin mit dem Orbit beschäftigt ein bisschen. Auf der ISS schützen sich ja die Astronauten auch mit irgendetwas vor Strahlung. Sind die ja geschützt, weil die sich im niedrigen Erdorbit aufhalten. Ne? Mhm. Das heißt, die Astronauten, die im niedrigen Erdorbit sind, die sind ein Stück weit tatsächlich geschützt durch das Magnetfeld der Erde noch. Mhm. Ne? Sodass ich das, ich meine, natürlich haben die eine erhöhte Strahlungsdosis, genau wie Leute, die sich ins Flugzeug setzen, ne? Und dort und um die Welt jetten, ne? Ist klar, aber das ist bei weitem nicht das, was du zu erwarten hast, wenn du dich außerhalb des Erdmagnetfelds bewegst. Ne? Also das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie viel höher auf dem Mars die Strahlung ist als auf der Erde, aber es sind auf jeden Fall, ist es so, dass es deutlich mehr ist, als das auf der ISS wäre. Also ganz, ganz, ganz erheblich mehr, um Größenordnung mehr. Ja. Da möchte ich mich ganz kurz einschalten, das ist interessant, weil es diese Diskussion im Chat gab. Man hat jetzt gerade gefragt, wie das mit dem Titan wäre, ob man den jetzt terraformen könnte. Also interessant wäre, dass wir auf dem Titan sogar geschützter wären vor kosmischer Strahlung, weil der sich noch im Magnetfeld des Saturn befindet. Das heißt, da hätten wir es, was das angeht, hätten wir es gemütlicher als auf dem Mars, sag ich mal. Um gleich noch eine Frage hier von Roman. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt beantworten können. Der ist fies, glaube ich. Was ist eigentlich genau giftig am Marsboden? Das habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist irgendwas Bestimmtes, das im Marssand ist, das es verhindert, dass Organismen dort sich breit machen können. Sehr gute Frage. Peroxide oder sowas? Das waren... ich habe da mal geschaut, das ist auf dem im marsianischen Boden, sind das sogenannte Perchlorate, das sind verschiedene Stoffe, die da eventuell vorkommen, also Ammonium, Perchlorat und so weiter. Und es handelt sich dabei um Stoffe, die auch auf der Erde normalerweise vorkommen, aber in wesentlich geringeren Konzentrationen. Und man hat auch schon Studien gemacht man hat Pflanzen auf der Erde in Boden gepflanzt, also normalen Erdboden. Man hat aber diesen Boden mit der ähnlichen Perchloratkonzentration versehen, wie es auf dem Mars wäre.
Und die Pflanzen sind auf der Erde trotz Nährstoffzufuhr, Sauerstoff etc., also ich sag's mal ganz pauschal, zugrunde gegangen. Und das würde so ziemlich jeder Pflanze dann auf dem Mars passieren, weil einfach dann die Sauerstoffzufuhr nicht mehr richtig funktioniert, die Perchlorate zerstören die Zellen, das heißt, die Zellen platzen einfach auf, die Blätter verlieren ihre Farbe und der Nährstoffgehalt der Pflanzen wäre dann, würde deutlich absinken. Also das wäre sehr, sehr schwierig. Gut. Argon ist auch dabei. Hallo Argon. Yay. Harald Lesch hat mal gesagt, dass falls der Mars nochmal zu einer Atmosphäre kommt, durch Terraforming, sich Phobos und Deimos daran reiben werden und abstürzen. Was haltet ihr davon? Dass sie quasi durch die Atmosphäre langsamer werden würden und rein orbiten würden. Da kann ich ja kurz was dazu sagen. Also die stürzen sowieso in ein paar Millionen Jahren ab. Eine Atmosphäre würde das nur beschleunigen. Also das war auch im Chat schon so. Ich glaube, da fiel jetzt die Zahl 50 Millionen Jahre oder so. Da würde eine der Monde abstürzen, aber es kann auch ein bisschen früher oder später sein. Da ist man sich nicht so sicher. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt in der Theorie die Atmosphäre erhöhen, also die Menge der Atmosphäre, die Dichte, die würde ja dann auch entsprechend weiter ins Weltall hinausreichen und desto mehr Reibung gäbe es. Insofern, ja, da wären die Monde eher auf dem Mars. Das heißt, das würde ein schönes Feuerwerk geben. Ich Würde aber glaube, auch noch eine Weile dauern, ne? Oder? bis dahin, glaube ich, könnte man aber die, oder könnte man diese großen Himmelskörper beschleunigen, mit, sagen wir so, Ja. Raketen, die quasi in die falsche Richtung schauen, einfach Triebwerke anbringen. Würde das gehen? Ja, Die ja. sind auch nicht so groß tatsächlich. Also das ist ja auch tatsächlich, wenn man über Monde redet, dann denkt man immer unser Mond und der ja auch schon relativ klein ist, aber das sind ja eigentlich eher wirklich Felsbrocken. Also Ein eingefangener Asteroid, ja. ja. Gut. Freidenken. Ich habe gestern bei Urknall Weltall und das Leben hier bei YouTube einen Vortrag über Magnetismus gehört, wo es um darum geht, dass Tiere und Pflanzen vom Erdmagnetfeld abhängig sind. Wir Menschen sind es bestimmt auch irgendwie. Und wie weit brauchen wir es zum Überleben, wenn wir es im All monatelang nicht haben? Was sind die Lösungen? Da war eine passende Frage dazu, zum Beispiel, könnte man zum Beispiel Wasser verwenden unterwegs, um sich zu schützen oder Ich doppelte, glaube, dreifache es geht hier Wände? nicht um, es geht hier, glaube ich, nicht um den Schutz. Ich glaube, es geht darum, dass das Erdmagnetfeld für den Orientierungssinn des Menschen und für seine geistige Gesundheit auch wichtig ist, ne? Also zumindest habe ich das bisher so verstanden, dass es dort ernstzunehmende Stimmen gibt, die sagen, dass jemand, der dem Erdmagnetfeld nicht ausgesetzt ist, dass über längere Zeit, dass derjenige halt Gefahr läuft, irgendwie geistige Schäden davon zu tragen, ne? Oder? Freidenken war das, ist das, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund, ne? Also ich weiß, dass sich Vögel am Erdmagnetfeld orientieren, aber hat der Mensch hat das Auswirkungen auf den Menschen? Das ist interessant, das habe ich noch nie so mitbekommen. Ich kann mir das schon vorstellen, allein wie Also das Gehirn wird ja auch oft ich mit bin mir Magneten. tatsächlich ziemlich sicher. Sorry. Bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch ernsthafte Artikel zu gelesen habe, dass man das befürchtet. Dass es also ernsthafte Stimmen gibt, die sagen, das ist ein Umwelteinfluss, den wir nicht. Jetzt bist du kurz weg. Dem Jetzt haben wir dich nicht gehört. nicht natürlich bewusst wahrnehmen, ja, aber den wir wahrscheinlich. Ich sagte, dass es tatsächlich, also dass ich da ernstzunehmende Stimmen gelesen habe, die gesagt haben, dass sie da Gesundheitsrisiken halt befürchten, ne? Weil, wie gesagt, das ist nichts, was wir bewusst wahrnehmen, aber wir sind dem ja permanent ausgesetzt, ne? Also was ist, wenn wir auf einmal jahrelang nicht dem Magnetfeld ausgesetzt sind, ne? Und ich meine, ich hätte gelesen, dass man dann auch befürchtet, dass der Mensch dann zu Depressionen neigt und solche Geschichten. Also man befürchtet da tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen, die halt nichts damit zu tun haben, dass das Erdmagnetfeld uns vor Strahlung schützt, ne? Sondern einfach nur die Tatsache, dass dieses Magnetfeld uns durchdringt, quasi ein Teil unserer unbewussten Wahrnehmung ist. Ja. Dann, ja, genau, Freidenken sagt, das ist genau das meinte. Mag noch, wollte ich noch Ja, was dazu sagen? ne? Dann hat
wahrscheinlich auch was dazu gelesen. Und ich. Sorry, irgendwie war die Verbindung jetzt wieder. Noch einmal. Ich glaube, dass man letztlich das nicht weiß, Ja. was das für Auswirkungen hat. Ne? Das ist das, was ich, an das ich mich erinnern kann, was ich gelesen habe, dass man das befürchtet, aber das letztlich nicht wirklich weiß. Ich habe jetzt an der Stelle noch eine Frage, auch vom Freidenken, ist jetzt nicht wirklich Terraforming, aber vielleicht können wir da noch kurz darüber reden. Wie weit ist das Artemis-Programm der NASA, was ja auch die Mars-Missionen beinhaltet? Wie sicher ist es aktuell noch, dass bei der neuen US-Regierung vor allem der Zeitplan, besonders durch die katastrophalen Trägerrakete SLS, magst du mal vielleicht was dazu sagen, Herr Christian, zum Artemis-Programm? Ja, also verschieben wird sich's definitiv. Ich glaube, da können wir ganz fest davon ausgehen. Ich meine, 2024 war von Anfang an ein ambitionierter Zeitplan. Inwieweit sich das verschiebt, muss ich sagen, kann ich jetzt bei allem, was ich da verfolge, einfach noch nicht sagen. Meine Vermutung, so aus der Hüfte geschossen, wäre mal um mindestens 2 Jahre, wenn nicht noch mehr. Der Punkt ist ja so ein bisschen der, wir sehen ja an allen Ecken beim SLS-Programm, dass wir es mit Verzögerungen zu tun haben, ne? Silvan, ich sag mal SLS und so. Wir sehen jetzt, dass die Entscheidung über die Lander-Konzepte sich weiter hinauszögert. Ne? Wir sehen, dass das Gateway, da wurde ja vor kurzem entschieden, dass das mit einer Falcon Heavy, die ersten beiden Elemente zusammen gestartet werden. Das heißt, das wird mindestens bis Februar 2025 unterwegs sein, wenn es denn pünktlich startet, was wir noch nicht wissen. Also das heißt, wir haben an allen möglichen Punkten im Terminplan sowieso schon ja, Punkte drin, wo sie es verzögern kann. Und die neue Regierung hat sich ja ein Stück weit schon dazu geäußert und hat gesagt, dass sie darauf aufbauen wollen, auf dem Artemis-Programm. Allerdings, sage ich mal, ein festes Commitment sieht einfach ganz anders aus. Ne? Und die haben auch andere Sorgen im Moment finanztechnisch und man wird sehen, wie sich das entwickelt. Das Artemis-Programm ist nie vollständig finanziert gewesen, auch nicht jetzt. Unter Trump ist es nicht finanziert gewesen und wir werden sehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein optimistischer Mensch. Ja? Ich bin Rheinländer und von daher, wie gesagt, wir sind die Brasilianer Deutschlands, ne? Das weiß jeder. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich relativ pessimistisch, was das Artemis-Programm angeht, weil ich einfach befürchte, dass es unter die Mühlen der Demokratie und der Politik gerät. Und ich glaube nicht, dass wir, naja, also 2 Jahre verschoben wäre fast schon ein bisschen sehr optimistisch. Also ich denke mal, vor 2028 wird das, glaube ich, nichts. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Moritz. Wow. Ich bin auch pessimistisch. Also es war jetzt halt durch den ja, Test, viel Teststart, viel Test. Also da ist ja, glaube ich, auch einfach auch Luft raus. Ne? Die wollten, glaube ich, da nochmal irgendwie zeigen, wir sind auf einem guten Weg und es ist genau nach hinten losgegangen und ja, stand eh unter keinem guten Stern und die Community ist ja sowieso dagegen. Ne? Das heißt im Prinzip, das, was wir hier versuchen aufzubauen oder was wir hier versammeln in den USA, liest man ja eigentlich nur Shitstorm gegenüber SLS. Und da, ja, ich bin leider auch pessimistisch. Ne? Wir haben da ja schon öfter drüber geredet, dass wir es also geil fänden, das Ding starten zu sehen oder wollen, dass das startet, einfach weil es eine beeindruckende Rakete irgendwo ist. Aber ja. Ja, da gab es ja von, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, dass im Artemis-Programm quasi jetzt auch noch ein wenig entschärft wurde, dass das SLS verwendet werden muss und nur das verwendet werden muss, weil das stand ja irgendwie am Anfang so drinnen, dass das gesamte Artemis-Programm nur mit SLS-Raketen oder großteils mit SLS-Raketen aufgebaut wird und nun da große Player kommen, die ernsthafte Konkurrenz für dieses Trägersystem sind oder bieten, wurde eben ergänzt, dass sollte ein anderes Trägersystem früher fertig sein und die Möglichkeit haben, diese Landemodule oder dieses Equipment, das wir auf dem Mars oder im Gateway brauchen, dass die verwendet werden. Ja.
Vielleicht so ein bisschen, Artemis ist mittlerweile bei uns allen so negativ behaftet. Der Andy Weir, der das, der Marsianer geschrieben hat, sein zweiter Roman, der war ja Artemis. Da geht es um eine Mondbasis. Und die besteht im Prinzip aus diesen Kuppeln, so ähnlich wie bei Chris hinten dran. Und da hat dann irgendwie jede Kuppel ist nach einem Mond, also einem Apollo-Astronauten benannt. Also es gibt dann die Armstrong-Bubble zum Beispiel. Und da ist halt ganz interessant, das wird aus der Sicht von Kleinkriminellen erzählt. Und die beschreibt dann halt natürlich auch immer von wegen, dass es super eng ist und, ne, und dass Wasser so eine Ressource ist. So Duschen und so ist total teuer. Und die träumt im Prinzip von dem Aufstieg in der Mond-Society. Also weil das alles da so beengt ist, brauchst du im Prinzip super viel Kohle, damit dir irgendwie ein bisschen Luxus leisten kannst und so. Ja, kann ich empfehlen, wer Lust auf Science Fiction hat. Und das ist ja nahe Science Fiction, ist ja jetzt gar nicht so weit weg, ne, wo mit Lasern, ne, Chris? Ja. Um nochmal zurückzukommen auf die Frage: Der Mars ist tatsächlich aus Artemis eigentlich. Tidim. Jetzt ist dann die Internet wieder entschwunden, ne? Muss man ganz klar so sagen. An Obama gab es ja diese Road to Mars. Jetzt war dein Internet wieder weg. magst du es wiederholen oder kommen wir zur nächsten Frage? Bin ich wieder da? Ja, du bist wieder da. Nein, ich will das gerne wiederholen. Ja, gerne. Dieses Internet wird sie sowieso nicht durch. Sag ich mal. was ich sagen wollte, der Mars ist eigentlich so ein bisschen als Ziel verschwunden. Ne? Es hieß ja mal eine Zeit lang, gerade unter Obama, der damalige verabschiedete Plan, die Roadmap zum Mars, die man da hatte, wo der Mond quasi ein Stepping Stone war und nicht diesen Fokus hatte, das ist eigentlich völlig verschwunden. Ne? Also ich habe seit Jahren nichts mehr gelesen, was gesagt hat, der Mars ist eigentlich das Ziel unserer ganzen Aktivitäten. Das wird immer so ein bisschen wolkig dahingehangen, ne? Aber tatsächlich ist, muss man sagen, der Mond ist der Fokus und das auch noch nicht mal so, dass er vollständig finanziert wird. Ne? Und der Mars ist ein bisschen verschwunden, muss man ganz gut sagen. Ne? Und was mich halt so ein bisschen immer ärgert daran ist, dass ich tatsächlich bei aller Begeisterung für SpaceX auch die NASA als den Treiber für sowas sehe. Ne, weil man darf das nicht unterschätzen. Ne? Man sieht das Starship. Und man denkt, ja, toll, Mars-Rakete, ne? Aber ne, wir haben jetzt über so viele Problemstellungen geredet, was die Reise angeht, ja, was den Aufenthalt dort angeht und so weiter. Das ist im Moment alles noch überhaupt nicht Teil dieses Konzepts, ja. Das gehört da gar nicht dazu, ne? Wir haben eventuell eine Rakete, die propulsiven Fähigkeiten mitbringt, dorthin zu kommen, ja, mit einer gewissen Nutzlast. Alles andere ist völlig ungeklärt. Mhm. Ne? Und ja, wie gesagt, die NASA hat sich so ein bisschen da rausgezogen. Es ist ein Ziel, aber ich sehe den Drive nicht im Moment. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das anders seht. Ich glaube, es ist einfach notwendig, dass wir zuerst mal, wie du Moritz vorhin richtig gesagt hast, glaube ich, dass es einfach auch notwendig ist, dass wir zum Mond zuerst fliegen und einmal dort unsere wie sagt man, unsere Studien Technologien, machen, ja. Technologien entwickeln und testen und dann erst vielleicht zum Mars fliegen. So cool das auch klingt, zum Mars zu fliegen, es wird einfach notwendig sein, zuerst mal alles am Mond hier in der Nähe zu machen, dass man im Falle dessen, dass was schief geht, auch mal schnell wieder zurückkommen kann. Da finde ich auch was sehr Motivierendes, oder ich bin ja ein großer Kurzgesagt-Fan. Ich finde es einer der besten YouTube-Kanäle, die es so gibt. Und eines der Videos geht um eine Mondbasis und da geht es im Prinzip über die Kolonisierungsphasen, ne? Ähnlich wie im Prinzip Amerika entdecken und so weiter und so fort, das ist ähnlich, was Andreas vorhin erzählt hat, und die deklinieren das im Prinzip durch für einen Mond, ne? Von wegen, ne, wir erste Phase, Neil Armstrong packt da seinen Fuß hin, aber fliegt wieder zurück, ähnlich wie Kolumbus, der seine Fahne in den Sand steckt und dann wieder wegfliegt und so. Und nächste Phase ist, man hat ein Settlement, eine Siedlung, die vielleicht ein bisschen länger hält. Und die nächste Phase ist, die Siedler bleiben länger da, sind aber abhängig vom Kontinentaleuropa und so weiter und so fort. Und das übertragen die im Prinzip auf den Mond, dass sie sagen, ne, und da hast du eine Basis für ein paar Wochen und irgendwie dann vielleicht irgendwie für ein paar Jahre und dann irgendwann packst du da 3D-Drucker und Fabriken hin und so weiter, und die ist im Prinzip eine dauerhafte Basis. Und dann der nächste Schritt
du machst Wertschöpfung auf dem Mond und bringst Sachen zurück. Und das heißt im Prinzip dieser wirtschaftliche Gedanke. Und da kommt man irgendwie schnell irgendwie auf den Kapitalismus und gibt auch Kapitalismuskritik oder so, aber man darf immer nicht unterschätzen, was Kapitalismus für Energien entfachen kann. Ne? Das heißt, das, was wir irgendwie in der Raumfahrt sehen können, das würde man vielleicht für den Mond auch sehen. Wenn die sagen, wenn wir da irgendwas herstellen würden und wenn da irgendwas passieren würde, was es für die Erde interessant machen würde, da würde da auch schnell irgendwie Energie und Kohle und was auch immer reinfließen. Ne? Ist auch eine interessante Sache, weil wenn man jetzt wirklich auf dem Mond zum Beispiel was Größeres errichten will, da braucht man ja Leute, die, sage ich jetzt mal ganz pauschal, anpacken können. Das heißt Wissenschaftler, die jetzt da irgendwas aufbauen. Sofern Ingenieure. Man das jetzt nicht, ja, die würden dann aber, glaube ich, eher in leitenden Positionen sein. Das heißt, man würde jetzt erstmal Menschen dahin schicken, die entbehrlich sind, so wie man das in den Kolonien gemacht hat. Das heißt, das wäre jetzt nicht schlimm, wenn da jetzt mal ein paar Leute sterben oder so. Ja, man muss das einfach mal so sagen. So ist es mit den Kolonien. Die Rechtsanwälte Amerika. Und Fernsehmoderatoren, ne? Und insofern wäre das ja erstmal. Es wären vielleicht ein paar Leute in leitender Position, ein paar Wissenschaftler, aber ich glaube, über 90% der Leute, das wären Tagelöhner, sonstige Leute, die halt wirklich deren Fehlen in der Gesellschaft jetzt nicht so auffallen würde, sag ich mal. So wie man es damals mit Australien gemacht hat, oder? Einfach so die Hälfte. Wie man es mit jeder Kolonie auf der Erde gemacht hat. Wirklich. Ja. So, ich habe da noch ein paar Fragen, die übrig sind. Kann man die Masse durch den Asteroiden vergrößern? Ich glaube, das war auf den Mond oder auf den Mars bezogen. Natürlich, ich glaube, woher sonst? Sonst wüsste ich nicht. Man könnte auch Asteroiden außerhalb des Asteroidengürtels einfangen, aber dort gibt es einfach viel mehr. Meine laienhafte Erklärung hier mal. Also ich sag mal, der Prozess, wenn man jetzt den Mars zum Beispiel mit Asteroiden bombardieren würde, das würde sehr viele Millionen Jahre dauern. Da braucht man viel Zeit. Da gab es, glaube ich, noch eine Frage. Wie viel Masse müsste der Mars dann wirklich haben, um eine Atmosphäre halten zu können? Mindestens die doppelte. Das heißt, wir brauchen 8 Monde. Also wir müssten den Mars 8 Monde massiver machen. Oder 9 Monde. Würden wir halt vielleicht mit dem Abschleppen von irgendwelchen Monden um andere Planeten schaffen. Aber da muss man sich ja vorstellen, wenn wir den Mars jetzt massiver machen, hat das unweigerlich Auswirkungen auf den Erdorbit. Das heißt, gegebenenfalls könnte das Sonnensystem, die ganzen inneren Planeten, könnten dadurch so instabil werden, dass am Ende wir alle sterben. Also das ist nämlich so fein alles abgestimmt. Bis auf vielleicht ein paar Kilogramm mehr oder weniger würden jetzt dann nichts ausmachen, aber so eine Mondmasse jetzt, da weniger und hier mehr, ist sehr, sehr kritisch. Das wäre über die Jahrtausende hinweg gesehen eigentlich unser Untergang. Aber das hat ja, und die dazu muss man sagen, der Asteroidengürtel hat nicht so viel Masse. Ne? Also es gibt im Asteroidengürtel gibt es nicht so viel Masse, wie man gemeinhin denkt. Ne? Nämlich die Gesamtmasse aller Asteroiden im Hauptgürtel schätzt man auf etwa 5% der Masse des Mondes. Ne? Das heißt, da ist nicht so viel Zeug. Und auch die ganzen Trojaner, die noch gar nicht entdeckt sind, von denen es aber wahrscheinlich ungefähr genauso viele gibt wie im Hauptgürtel, ja, das wären dann nochmal 5%. Das heißt, wir haben dann 10% der Mondmasse. Das heißt, mit allen Asteroiden, die wir so beobachten können, kommst du nicht weiter. Da müsstest du schon die Oortsche Wolke anzapfen. Und ich weiß nicht, wie viel Masse da sein soll, aber das... Echt? Also alleine, es gibt es ja viele Zwergplaneten, so in Pluto-Größe. Die sind ja fast im Durchschnitt so massereich wie der Mond. Da bräuchte man sozusagen auch, ich sage jetzt mal pauschal, 6-7 Mal Pluto. Und da sind wir beim Thema kinetische Energie, weil die ganzen Asteroiden, wenn wir die erstmal zum Mars hinschicken, müssen wir die ja mit einer Geschwindigkeit versehen. Und diese Geschwindigkeit müssen die ja dann am Mars in ganz kurzer Zeit wieder abbauen. Und wäre nicht so cool, wenn man da wäre. Aber es wäre vor allem auch, ist es so eine große Menge an Energie, dass es ewig dauert, um das wieder abzubauen. Das heißt im Prinzip, dann würdest du den Mars erstmal sehr heiß machen und keine Ahnung, vielleicht sogar punktuell hättest du dann Lavaströme oder wie auch immer. Und das muss ja dann auch wieder runterkühlen über einen sehr langen Zeitraum. Gibt es auf dem Mars Uran, fragt Gargamel?
Mir wäre noch nichts aufgefallen. Also von Also, dem. auf dem, es ist damit zu rechnen, dass es Uranvorkommen gibt, weil alle terrestrischen Planeten haben sich ja aus schweren Elementen gebildet. Und auf der Erde gibt es Uran und der Mars ist jetzt schon ein bisschen weiter außen, aber prinzipiell aus den gleichen Materialien aufgebaut. Wahrscheinlich gibt es dort bedeutend weniger, weil er ja weiter außen ist und in dieser ursprünglichen zirkumstellaren Scheibe, aus der das Sonnensystem entstanden ist, der Mars generell, die Erde generell mehr erhalten hat, mehr schwerere Elemente. Insofern dürfte es beim Mars prozentual gesehen jetzt pro Masseeinheit weniger Uran geben. Gut. Dirk Streter fragt, habt ihr mal die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson gelesen? Andreas? Sehr geil. Also empfehle ich jedem, das ist sehr unwissenschaftlich in manchen Stellen, aber es ist eine unglaubliche Utopie, es ist eine unglaubliche Idee, was dieser Schriftsteller da gemacht hat, einfach die Kolonisierung des Mars in verschiedenen Schritten zu zeigen. Nicht mit all den Problemen, die wir jetzt hier erörtert haben, aber die Literatur von diesen Büchern ist unglaublich gut. Empfehle ich jedem, ja. Danke, danke. Und als letzte Frage habe ich von Neo Chrysler Dö. Was ist eure Meinung zu dem Orbital Assembly? Wollt ihr vielleicht Geld in das Projekt investieren? Nicht, dass ich welches hätte. Orbital Ich Assembly. glaube, er spielt auf die Voyager Foundation an, ne? Kann das sein? Das, Kann gut die haben noch einen sein. Fundraiser gestartet. Ne? Ich würde da, ich muss ganz ehrlich sagen, in Orbital Assembly an sich, glaube ich, würde ich nicht investieren. Ne? Ich habe mich damit beschäftigt, zumindest oberflächlich, und ich halte das nicht für stichhaltig, was die machen wollen. Auch von einem ingenieurstechnischen Standpunkt aus heraus nicht. Da sind ein paar Fehler im Konzept meiner Meinung nach. Allerdings muss man sagen, dass das Konzept an sich von Orbital Assembly ja ein valides ist, und da müssen wir auch hinkommen, ne, irgendwann. Ich glaube, dass da andere Player auftauchen werden, die sich darum kümmern werden, die in meinen Augen ernstzunehmender sind. Ne? Aber da sind wir im Prinzip ja bei dem Punkt, auf den ja viele immer abzielen, von wegen, ja, wenn der die Startfähigkeiten erstmal da sind, dann werden sich Geschäftsmodelle finden oder werden geschäftstüchtige Leute sich irgendwas überlegen, wie sie mit den Startfähigkeiten Geld verdienen und irgendwelche Hotels da oben bauen oder Fabriken für irgendwie ganz spezielles Zeugs. Also ja. Das war ja ähnlich, wie wir Amerika entdeckt haben. Da gab es ja auch nicht die Masse der Leute, die gesagt hat, ich muss hier irgendwo hin, ich pack's hier nicht, sondern man hat es mal entdeckt und dann gab es die Möglichkeit, dorthin zu kommen. Und dann wurde es immer sicherer und dadurch haben es immer mehr Menschen geschafft. Da sagst du was ganz Wichtiges, Silvan, ne? Ich meine, im Prinzip ist es doch immer so, je mehr etwas trivialisiert wird, ne, desto mehr Leute werden das tun. Und meine persönliche Überzeugung ist mittlerweile, ich glaube, dass letztlich wirtschaftliche Aktivitäten im All auch den Treiber bilden werden für eventuelle Siedlungen oder Kolonisierung, ne? Ich glaube tatsächlich, dass wir anfangen werden, im All Wirtschaft zu treiben, auf welche Art und Weise auch immer, auch meiner Hoffnung nach mit Rohstoffen und so weiter. Ne? Und dann wird sich der Rest selber ergeben. Das ist meine feste Überzeugung. Freie Wenn wir Marktwirtschaft. bei der Kolonisierung sind, ich glaube, das ist auch ein kurz gesagt Video, und da geht es um im Prinzip Vergleich Nordamerika gegen Südamerika. Und da stellen Sie irgendwie die These auf, also, oder das ist ja eine, oder was ist eine These? Die Beobachtung, das ist ja im Prinzip die Entdecker, die nach Nordamerika gegangen sind. Also wenn du zu Zeiten irgendwie, keine Ahnung, 17. das Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert, die hättest aussuchen können, wo du hinfahren möchtest mit deinem Schiff, um auszusiedeln oder also in die neue Welt rüber zu machen, dann hätten sich wahrscheinlich die Mehrheit der Leute Südamerika ausgesucht, weil es da einfacher war und da die besseren Bedingungen geherrscht haben als in Nordamerika. Und das Nordamerika zu besiedeln war unglaublich hart, viel, viel härter als Südamerika, weil in Südamerika viel mehr auf Sklaven zurückgegriffen wurde und viel mehr im Prinzip, da warst du der Landlord und musstest eigentlich als Europäer nicht arbeiten, sondern hast du dich arbeiten lassen. Aber im Nachhinein Nordamerika sich viel, viel besser entwickelt hat. Und die These, die da aufgestellt ist, ist von wegen, ja, dass die Mentalität dadurch eine andere war, weil man sich viel mehr, härter anstrengen musste. Ne? Und das ist die
ja, Bibeltreuen waren, die ganz hart gearbeitet haben und so weiter. Und die, ja, das fand ich eine, ja, eine spannende Idee. Ob das jetzt so wirklich so ist, da war dahingestellt. Aber da wären wir bei diesem Punkt von wegen, wenn eine Tätigkeit sehr, sehr, oder wenn ein Ziel sehr, sehr schwer ist, muss es nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ja, so. Wir nähern uns langsam so ein bisschen dem Ende unseres Zeitfensters. Möchtet ihr noch irgendwelche Schlussworte loswerden unbedingt? Okay. Natürlich, Sören, du weißt doch, mit wem du hier redest. Also bitte. War das ein Ja? Oder okay. Ich würde tatsächlich gerne noch auf was eingehen, was Thorsten Gützlaff, glaube ich, in den Chat geschrieben hat. Und zwar hat er geschrieben, dass Elon Musk nicht den ganzen Aufwand treiben würde, wenn er nicht eine Lösung für die ganzen Probleme hätte. Und ich wage mich jetzt mal wieder auf potenzielles Shitstorm-Territorium und würde tatsächlich sagen, dem ist in dem Fall meines Erachtens nicht so. Wie gesagt, ich glaube, wir sehen ein Raumschiff, also ein Transportmittel. Und Elon Musk hat schon relativ früh gesagt, dass er sich eigentlich mehr als eine Art Spediteur versteht in den Weltraum. Ich denke, dass wir noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass unser Gespräch einen etwas optimistischeren Grundton hat. Aber man muss halt sagen, die Herausforderungen, die wir geschildert haben, die sind halt alle ganz real und ganz realistisch. Und wenn man realistisch darüber nachdenken will, wie man dort leben kann, auch über einen längeren Zeitraum, nämlich mindestens mal die 2 Jahre, die ich brauche, bis ich wieder starten kann, dann muss man diese ganzen Herausforderungen halt annehmen. Ich denke auch, ehrlich gesagt, dass die Herausforderungen lösbar sind. Ja, und das sind, glaube ich, technische Herausforderungen. Ne? Ich meine, so also Staubverminderungsstrategien und sowas, all das ist ja auch Teil der Mondbasis und so weiter. Ich glaube, wir werden dorthin kommen. Ja, wir werden dort auch was aufbauen. Allerdings, ich glaube, es liegt noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit vor uns und noch viele Jahre Entwicklung. Ne? Ich glaube, die Lösungen, die sind skizziert, aber die sind noch nicht da. Ne? Und so sehe ich das. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Elon Musk praktisch seinen Fuß auf Europa mit Produktionsanlagen, warum er den nach Deutschland gesetzt hat, weil er den Zugriff auf die guten deutschen Ingenieure haben möchte. Welches die besten der Welt? Welches die besten der Welt sind. Und um die Probleme auf dem Mars zu lösen, die es noch. Und da wären wir beim, das hatte Christian auch mal gesagt, von wegen, der ist ein Softwareentwickler. Also er betreibt Maschinenbau, Raketenbau und so weiter wie eine Softwarebude on the go und mit Sprints und so weiter. Und es ist physikalisch alles möglich, was er sich vorstellt. Und die Lösungen werden halt gefunden, wenn sie dran sind. Und momentan ist der Transport noch an der Reihe und nicht die Marsbasis. Ja, ein Problem nach dem nächsten. Nicht laufen, bevor man nicht gehen kann. Ne? Gut, magst du noch ein letztes Wort sagen, Andreas? Oder? Also Christian hat ja schon alles gesagt. Ich kann es nur wiederholen, aber ich möchte betonen, erstmal sollten wir uns auf den Mond konzentrieren und dann wäre es umso einfacher, noch zum Mars zu gelangen. Ja. Gut. Meine Meinung. Aber ich kenne mich jetzt nicht so gut aus wie ihr drei. Ich habe eher andere Expertisen, wie man ja im Laufe des Gesprächs gemerkt hat. Ja. Du denkst in Millionen von Jahren und wir in Jahrzehnten. Wirklich. Das ist leider, ja, das ist in der Astronomie immer so. Da denkt man dann in größeren Zeiträumen. Gut, dann möchte ich an dieser Stelle mich bedanken bei euch dreien, dass ihr heute da wart und mit mir und mit den Zuschauern so rege diskutiert habt und wir so viele Sachen aufgerollt haben. Herzlichen Dank an alle drei. Danke an alle drei Moderatoren auch. Danke Martin, Patrick und Roman für die Moderation. Danke an alle Zuschauer. Danke, dass ihr da wart und eingeschaltet habt. Ich freue mich darauf, dass wir das bald wiederholen. Ich glaube, nächstes Mal ist dann wer von uns dran? Oder müssen wir das noch ausmachen? Andreas, musst du nächstes Mal. Andreas, ja. Wenn er Lust hat. Yay. Nächstes Mal beim Andreas dann. Und Termin werden wir rechtzeitig bekannt geben. Liked alle das Video. Abonniert alle Christian, Moritz und Andreas Kanäle. Und Severns Kanal.
Und meinen bitte auch, wenn nach Möglichkeit, wenn ihr schon dabei seid, zufällig, dann möchte ich mich nochmal bedanken, sage bis bald und tschüss. Tschüss. So, wir Offline? sind